In diesem Videotutorium erklären wir, wie Sie Optionen im RDMO anlegen und diese mit Fragen Ihres Fragenkatalogs verknüpfen können. Dies zeigen wir anhand unserer Beispielfrage. Diese soll ermitteln, ob nach dem Projektende die Datensätze veröffentlicht werden. Für diese Frage haben wir bereits festgelegt, dass diese nur die Antwortmöglichkeiten Ja oder Nein zulässt. Dies haben wir über die Auswahl des Widget-Typs Yes-No sowie des Werttyps Boolesche Variable erreicht. Die Beschränkung auf eine Ja-Nein-Antwort können wir auch über die Option regeln. So können wir uns entweder für ein bestehendes Optionsset entscheiden oder ein eigenes anlegen. Bevor wir jedoch ein neues Set anlegen, vergewissern wir uns zuerst, dass keines der bestehenden Sets für unsere Zwecke geeignet ist. Für unser Beispiel haben wir das neue Optionsset Data Sharing Yes No erstellt. Dieses Optionsset enthält die eigentlichen Antwortoptionen, also Ja und Nein. Das Set kann noch beliebig erweitert werden, zum Beispiel durch das Einfügen der Antwortoption noch zu klären. Durch das Aktivieren des Kästchens zusätzliche Eingabe können wir gegebenenfalls dem Nutzer die Möglichkeit geben, vorgegebene Antwortoption durch einen Freitextkommentar zu ergänzen. Das angelegte Optionsset verknüpfen wir nun mit unserer Frage. Der Nutzer soll nur eine Antwort aus den Auswahloptionen anklicken können. Dafür legen wir den Widget-Typ als Radio Buttons und den Werttyp als Text fest. Nun ist unser Ergebnis eine Frage mit Ja, Nein, noch zu klären Antwortoption. Wie man Fragen mit Bedingungen und Aufgaben verknüpft, erfahren Sie in diesen Videotutorien. Vielen Dank fürs Zuschauen.